Wir haben alle Influencer-Getränke gekauft, die wir im Laden gefunden haben, werden diese heute probieren und zu einem großen Getränk mixen, was wir am Ende probieren. Digga. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht oder wie es uns bekommt. Oder wir werden höchstwahrscheinlich den Markt. Wir haben wirklich alle möglichen Getränke. Wir haben What the Fuck Gleitgel, sehr bekömmliches Getränk. Okay. Wir haben Dirty, wir haben Prime, wir haben Vitavate Tee, was denn großer? Wir haben Vitavate Normal, wir haben Bra-Tee, wir haben Galaxy! Yeah! Wir haben Sugar Mami, wir haben 24 und wir haben natürlich von unserem Spielkönig Alge. Digga ist schwer minderjährig und ich zwinge ihn Alkohol. Womit willst du anfangen, Bro? Ey, ich sag dir ganz ehrlich. Willst du wirklich mit Gleitgel anfangen? Ich will mit Gleitgel anfangen. Hast du schon mal probiert? Also klar, hast du schon. Also ja, ich habe regelmäßig Geschlechtsverkehr mit Mikes Oma. Ja, also als erstes testen wir What the Fuck Gleitgel Strawberry. Okay, warte. Schmeckt's erdbeerig? Oh mein Gott. Schmeckt gut? Das ist gut. Ist das gut? Das ist gut, Junge. Reicht ja. Ey, genug. Ich find's so komisch, dass das halt so Menschen schmecken, während... Egal. Bro. Mann, alles gut. Real Rap, das ist Erdbeersirup. Das ist die Basis unseres Getränks. In unserem Getränk ist halt Gleitgel drin, ne? Ja. Real Talk 7 aus 10. Was ist das? Oh, ist das Vanille? Ja, ja, lass mal alle aufmachen. Das war immer richtig eklig. Es hat sich sehr oft mit dem Scheidensekret von Mikes Oma vermischt. Das war nicht mehr so gut. Oh, nee. Das riecht nach Schwanz. Was? No joke, im Winter packe ich es mir in den Kaffee. Nein! Ich find's no joke. Bro. Geil. Lass du bitte davon ein bisschen mehr reinhauen, okay? Na, nicht so. Na, oh mein Gott, okay. So. Ein Gleitgel haben wir noch. Wir haben Wassermelone noch. Das ist eine Special Edition, right? Mhm. Boah, ohne das riecht ein bisschen nach Motorenöl. So. Ich check, was du meinst! Ja. Oh mein Gott! Schmeckt doch so. Wie Motorenöl? Ja! Wirklich? What the fuck, Digga? Aus. What the fuck? Ja, lass uns anfangen mit Vitavate. Bist du Fan von Vitavate? Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja? Ich finde, man schmeckt die 3 Kalorien raus. Man schmeckt den grünen Apfel. Ich finde auch. Komm rein. Geil. Stößchen. Das gefällt mir nicht. Nein. Hier ist nur 1 Kalorien drin. 2 weniger als Apfel. Zitrone oder Pfirsich? Eistee? Ja. Unpopular Opinion, no joke Zitrone. No joke Zitrone. Na. Real Rap. Ich verstehe den Pfirsich-Grind, aber Zitrone ist viel erfrischender, Bro. Ja, doch. Ahnbar. Das ist besser. Oh. Geil. By the way, was wir machen mussten, um an diese Vitavates zu kommen, das ist legit das flüssige Gold. Wir waren überall. Wir waren in jedem Kaufland und in jedem Rewe auf der linken Rheinseite. In jeder Tankstelle, wir waren überall. Wir waren in jeder Shell. Es gab es nirgendwo und dann kam der Rossmann. Rossmann. Und diese Filiale hatte leider die Zitronen-Vitavates nicht. Als einzige. Sehr schade. Habe ich auch noch nirgendwo in meinem Leben gesehen. Nein. Den würde ich mir auf jeden Fall nicht holen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Sugar Mami. Oh mein Gott. Ist das von Katja Krasavitsch? Ja, das ist von Katja Krasavitsch. Wir haben Pfirsich, wir haben Cherry Lollipop. Wir haben... Oh, ich will Cherry Lollipop. Als erstes? Ja. Okay, mach auf. Sugar Mami, das ist so, I don't know, Eistee von Katja Krasavitsch. Das ist Chemie. Oh mein, was? Das ist Chemie, Bro. Bro, Digga, what the fuck? Nein, das ist nicht normal, oder? So sieht's bei mir auf Toilette aus. Ich war beim Arzt. Lass trinken. Okay. Der Kontrast zu Vitavate zu dem ist insane. Ich find geil. Ich find's auch geil. Ich find's richtig geil. Real Talk, es schmeckt so wie es aussieht, oder? Sehr ehrlich? Ja. Katja? Geil. Weitermachen. Sehr schön. Finde ich todesgeil. Also, der Drink. Der Katja auch. Ja. Tolle Frau, muss man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Als nächstes Granatapfel-Erdbeere. Boah. One for one. Der ist es nicht. Boah. Ich find's schon stark, Bro. Ich glaube, ich mag Granatäpfel halt einfach nicht. Also damit ihr checkt, die Zuschauer, das wird bis hier oben voll, ne? Ja. Oh mein Gott, Bro, ich bin so gespannt, wie das am Ende aussieht. Alter, du bist doch voll! Ey, vielleicht wird es grün. Und vielleicht wird es blau. Gott, vielleicht leuchtet's. Nein! Bitte bleib dran und guck das Video, ich brauch Geld! Sugar Mami fucking Pfirsich. Mensch. Was machst du? Digga Mann, Alter. Okay. Okay, das riecht leider wirklich... Ich finde, das riecht... Ja. Nein, das riecht nicht weiter. Musst du. Okay. Ja. Ey, also... Ja... Weißt du, wie ich es beschreiben würde? Es schmeckt wirklich wie ein Pfirsich. Es schmeckt nicht künstlich. Es schmeckt wirklich wie ein Pfirsich mit Kohlensäure. Okay, hear me out. Dirty. Ich habe gehört, es soll richtig kacke sein und ich will wissen, ob es so ist. Real Rap, das letzte Mal, als ich Dirty getestet habe, wir haben nicht alle Sorten Wallis schon mal getestet auf meinem Kanal, hatte ich danach
so doll Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? Dass mir ein Zahn gezogen worden ist, ja. Mir wurde gerade ein Zahn gezogen. Ja, yeah, dann hast du wahrscheinlich Dirty konsumiert davor. Also ich würde sagen, wir gehen mit Lemon from Heaven. Ja. Yep. Lemon from Heaven? Okay. Und die Namen sind es gar nicht. Interessanter Name. Wann kommt der wichtiger Tee? Hey, das... Oh mein Gott. Wichti. Wichti oder du kennst auch Fruchtiger. Wichtiger. Der Wicht, der Tigerwicht. Ja, ja, ja. Ich habe Fruchtiger immer getrunken als Kind. Das ist so krass. Prost. Nein. Na. Okay, what the fuck, Digga. Ich acte die ganze Zeit bisher, aber das ist ja das Erste, was richtig kacke ist, Digga. Nein. Damit werden wir Millionen verdienen, wichtiger. Damit werden wir verfickte Millionen Nähre. Unser Startup. Oh mein Gott, Bro. Okay, nee. Das riecht nach Chemiefabrik. Scheiße. Das dürfen wir nachher bei Gönnergy nicht sagen, sonst sind wir gecancelt. Noch eine Shitswave verhalte ich nicht aus. Okay. Ich glaube, dieses Getränk macht seinem Namen alle Ehre. Riecht gut. Okay, ja, ja, ja. Es riecht wirklich nach Juicy Coconut Mango. Ja, auf jeden Fall. Dein Shotglas. Gib sofort dein Shotglas. Ja, sorry. Boah, der Abgang ist kacke. Das ist das Erste, was ich persönlich wirklich eklig finde. Boah. Ich würde sagen, weiter geht's mit Urus. Weißt du, von wem das überhaupt ist? Boah, von wem ist das? Ich glaube, also Rohat ist involviert da, ja, oder? Ja, 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 Rohat. Das ist Erdbeer-Ananas. Warum? Hä? Was? Warum ist das blau? Okay, okay, okay. Warum ist das Erdbeer-Ananas blau? Erdbeer-Ananas blau, Bro. Aber ey, ich bin hier. Da ist geil. Auf geht's. Mm. Schmeckst du eine Erdbeer? Bro, also... Bro, es schmeckt weder nach Ananas noch Erdbeer. Nach was schmeckt das? Nach was? For real, nach was schmeckt das? Bro, das schmeckt nach nichts. Kommt, oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt das erste Blaue rein, Bro. Ja, aber scheiße. Schön. Das nächste Urus ist Kiwi Limette Apfel. Ich sag, es schmeckt nach Zimt. Ich sag, es wird nach Zimt schmecken. Ja. Bro, es schmeckt wirklich nach allem, aber nicht nach Kiwi Limette Apfel. Wer kommt auf den Geschmack? Acai, schwarze Traube Geschmack. Ist Acai nicht schwarze Traube? Okay, Bro. Okay, das ist eine krasse Farbe. Abgefuckt geile Farbe, Bro. Weißt du, ob mich die Farbe erinnert? Kunstunterricht und dieser eine Becher, den du immer mit dem Pinsel auswächst, weißt du? Okay. Oh mein Gott, weißt du, wonach es schmeckt? Sag es. Center Shock. Nochmal. Das ist Center Shock. Das ist Center Shock. Es kommt rein. Ach du gewaltige... Freunde, hier seht ihr ein schwarzes JPG mit zwei lila Balken, die euch sagen, dass ihr unbedingt abonnieren solltet. Freunde, klickt auf diesen roten Knopf und alles ist bunt. Macht. Das hier ist Eistee von Rauch, aber in der Julian Bam Edition. Hä? Guckt euch an, wie der oben, der Breda oben chillt, Alter. Das ist die Geschmacksrichtung Ice Mint Raspberry. Boah. Okay. Könnte der Gletschereis von Red Bull sehr nah kommen. Riecht auch so. Es riecht no joke so. Ja. Hm. Oh, der Abgang gefällt mir irgendwie. Ja, das schmeckt ein bisschen salzig. Rein damit. Geil. Cola Gums Orange? Hä? Bro, Cola-Eistee? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Findest du geil? Ich finde das richtig geil. Ich finde, das ist der schlechteste Cola-Geschmack, Bro. Okay, ich nehme alles zurück. Nee, ist Arsch. Ist Arsch. Die ist Arsch. Nein. Das ist die letzte Eistee-Sorte von Julian Bam. Wie ich es. Was sagst du? Gefällt mir es nicht so. Das ist die Geschmacksrichtung Kiwi, Strawberry Stripes Kiwi, Erdbeerapfel. Ich weiß noch nicht so ganz. Bro, hast du by the way Gönnergy schon mal probiert? Noch nicht. Ich hab's auch noch nicht probiert. Weißt du, wo ich richtig gespannt bin? Cheesecake. Warum? Ich liebe Käsekuchen über alles. Und Prime habe ich auch noch nie in meinem Leben probiert. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Vitavate Tea. Bro, Ruhe. Das riecht nach öffentlicher Toilette. Bro, wie ist das möglich? Nein, Real Talk! Das trinkt niemand. Es ist schon... Ich träum mich. Vitavate Tee, Meerfrucht Vanille. Bah, mir gefällt der Tee einfach gar nicht, ne? Oh, der ist leicht und seicht. Oh, hier habe ich große Hoffnung dran. Vitavate Tee Hibiskus. Ich bin ein Hibiskus-Fan. Was ist Hibiskus? Weiß ich nicht. Okay. Eine Blume. Ja, Bro. Okay, nee. Das schmeckt irgendwie abgestanden und ich bin ein richtiger Tee-Enjoyer eigentlich. Wirklich? Ja, ultra. Suchti, die Brand von Sean Broke. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, er ist wohl nicht mehr involviert. Oh, okay. Also er war dort involviert, aber ist es nicht mehr und macht jetzt bald irgendwas Eigenes, glaube ich. Ey, wir haben sogar deine Sorte, ne? Warum? Oder? Bro, machst du noch einmal Witz darüber? Dann streiche ich dich von der Liste. Bro, es ist dieses künstliche Wassermelone, was man schon tausendmal geschmeckt hat. Bro. Das gefällt mir. Ja, aber es ist auch
ultra süß. Ja. Bubblegum? Bubblegum ist actually krass, oder? Bro, wie schmeckt Bubblegum? Ja, keine Pause. Oh mein Gott, was ist... Okay, wie krass wäre es, wenn wir unseren Urin... Lass weitermachen. Nein. Nein. Doch. Nein. Ist der Beste bis jetzt. Bro, safe. Pfirsich. Prost. Real Talk. Ich habe genug von diesem Pfirsich-Geschmack. Ich kann das nicht mehr. Mm-mm. Genießer. Als nächstes haben wir nochmal Eistee. Och, bitte nicht. Und zwar von Lipton. Das sind die ganz normalen Sparkling-Eisteesorten. Also Zitrone, Pfirsich und Zitrone, aber ohne Zucker. Die Besonderheit hier, warum es ein Influencer-Produkt ist, ist, weil der sexy geile Tim, 24-Tim, ja, weil die 24 Tims ihre Finger und höchstwahrscheinlich auch ihre Schwänze hier mit im Spiel hatten. Und es ist einfach nur ein anderes Design. Wer bläst? Warum ist das ein Influencer? Also, was bringt das, dass auf der Can von den ganz normalen Geschmacksrichtungen einfach nur das Design anders ist? Was bringt das? Liegt doch nicht zum Verkauf an, oder? Wir haben es gekauft. Ja, ist kacke. War irgendwie geil. Junge, siehst du schon, wie voll das ist? Bro, es ist ultra voll. So ungefähr. Oh, nein! Bro. Ich riech primär nur Wassermelone. Ey, lass uns was ganz Ausgefallenes probieren als nächstes. Und zwar haben wir von Robin Schulz Mate. Robin Schulz ist ja eigentlich Musiker bzw. DJ und gar kein Influencer. Ich habe es trotzdem mit zu den Influencer-Produkten genommen. Easy. Weil er die halbe Welt hat denken lassen, dass es sein Song ist. Will ich nicht trinken. Musst du? Nein. Ja, dann lass ich deine Haustüre verschwinden, Bro. Ganz einfach. Okay, hier ist... Findest du eklig? Zigaretten. Schmeckt für dich wirklich nach Zigarettenstummeln? Aschenbecher, Digga. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Todesgeil. Mm. Du hast doppelte Ladung reingemacht. Mm. Bro, du hast doppelte... Oh mein Gott, es wird so nach Aschenbecher schmecken. Nehmen wir Brat hier als nächstes? Boah, ja. Ich habe hier die Hoffnung, dass dieser Brat hier Pfirsich nicht wie die ganzen anderen Pfirsiche schmecken. Okay. Ist ein entspannter Pfirsich, würde ich sagen. Dann haben wir hier Pommengranate. Okay. Mm. Bro, ich glaube, wir mixen hier die Atombombe. Bro, das ist kranker Schweinkram. Ich muss nochmal. Nein, auf gar keinen Fall. Watermelon! Es schmeckt halt nur nach Wassermelone. Das ist halt irgendwie. Leute, bei 5000 Likes bringen wir dieses Produkt übrigens wirklich in den Handel unter dem Namen Hurensohn. Und ja, helft mir dabei, reich zu werden. Dürfte man ein Produkt machen, das Hurensohn heißt? Also. Ja? Wirklich? Ja. Aber echt? Du bist mal dafür geflamed. Ja, ist doch geil. Bro. Hä? Papa, bringst du mir Hurensohn mit? Du bist doch schon zu Hause. Was haben wir hier? Brattee Festival Edition? Oh, ist gut. Ich würde sagen, wir machen weiter. Otscha Otscha. Das ist auch Tee, aber in dem ist kein Gramm Zucker drin. Influencer-Produkt, weil der von Gronkh ist. Ja! Bro, du siehst ein bisschen so aus wie dieser Typ, der damals das Video gemacht hat an alle Gronkh-Abonnenten. Das bist du, oder? Hallo, dieses Video geht dann die. Jetzt ist raus. Mhm. Oh, das ist Tee, geil. Lass den Mund. Mhm. 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 Todesgeil. Mhm. Das Ding könnte ich chuggen. Oh mein Gott. Ich finde das saugeil. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt tatsächlich mein eigenes Produkt. Ist seit kurzem auf dem Markt. Ja. Komm her, kannst schnell was nachtrinken. Red Bull? Wissen, dass, ja, gehört mir tatsächlich. Warum gehört Red Bull dir? Prost. Ach, königliches Produkt. Ich würde sagen, wir machen zuerst Gönnergy. Was ist los? Na. Sag nichts Falsches. Warum? Ach so. Riech mal. Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Von allem, was wir bisher getrunken haben, von dem Kondome-Sirup zu dem Dirty, Digga, zu diesen ganzen Tees, das ist bisher das Beste. Nimm gerne noch einen Schluck. Komm, noch ein. Nein. ist gut. Komm, den machst du noch. Oh, ja, komm. Auf Ex, komm, ja, das schmeckt doch geil.
Es schmeckt nicht schlecht, aber ich kann bei dem Geruchs- und erste Impression geschmacksweis 100% verstehen, warum Leute sagen, dass es nach Kotze schmeckt. Boah. Ich finde Kotze ist übertrieben, aber kennst du das, wenn du so irgendwas, wenn du so brichst und es kommt auch so ein bisschen durch deine Nase raus? Und dieser Geruch, der dann rauskommt bei der Nase, das schmeckt so ein bisschen. Boah. Aber ich finde das ja nicht schlimm, ich finde das ja geil. Ja, ja. Rein in die Masse. Weiter geht's. Ich würde sagen, die nächste Gönn-Ergy-Sorte ist die Tropical Exotic. Da bin ich wirklich gespannt, wie die schmecken. Ne? Komm her, komm her. Okay. Oh, okay. Okay, ja. Riecht gut. Farbe. Süß. Was für mein gebleachtes Arschloch. Mir irgendwie zu sauer. Den würde ich trinken. Nee. Doch, den würde ich trinken. Gefällt mir nicht. Boah, die Farbe gefällt mir, Bro. Papa Schlumpf. Oh, hey, hey. Okay. Hör auf. Okay, an dem Punkt trollst du wirklich. Nee, nee. Okay, stopp. Ich nehme alles zurück, was ich zu Tropic gesagt habe. Das ist der Beste. Ja, oder? 100%. Finde ich auch. Geil. Ui, das ist voll geil. Ich würde sagen, Bro, Grand Final Prime. Prime. Das isotonische Sportgetränk von KSI und Logan Paul. Ja. Bro, wenn das scheiße ist, dann reise ich zurück in die Zeit und spiele die Rolle in seinem Japan-Vlog. Es riecht zu 1 Million% nach Marzipan. Riech. Warte. Was ist Marzipan? Ach, das! Ja! Oh mein Gott! Jackie, riech? Marzipan! Nein. Was? So nach Zitronensaft. Das ist. Was? Aber bitte bei mir nicht so viel. Bitte. Auf. Bitte. Bro. Dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Okay, lass mal rausfinden. Das riecht legit wie Sprite. Aber oh mein Gott, du hast recht! Bist du dumm? Hä? Was? Digga! Wie hast du das denn nicht gemerkt? Ja, das ist zu süß. Das ist straight nicht. Up. Ist Sprite? Nicht. Sprite? 10 Minuten abgestanden und ein bisschen Apfelgeschmack. Safe. Kann ich nochmal haben? Ja, safe. Oh Gott. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Du bist krank. Deiner? Oh mein Gott. Digga. Bro. Oh Alter. Nein. Die Farbe ist auf jeden Fall todeskrass. Das wird unser Produkt 2023 sein. 50 verschiedene Getränke. Oh mein Gott. Bist du bereit? Nein. Ich auch nicht. Wir müssen. Lass machen. Prost. Wie wichtiger ist weg, dem Mann wird gerade der Magen ausgepumpt. Jetzt wird es Zeit für die erwachsenen Sachen. Wir haben hier noch 3 Getränke übrig. Wir haben einmal Alge Cranberry Geschmack, Alge Extreme Sour und wir haben von diesem einen versoffenen TikTok-Vater hier das Bier. Als allererstes das Noise Pilz. Prosing. Boah, der ist es gar nicht, Bro. Okay. Würde ich sagen, null nach Cranberry ist eher eine Kirsche. Alge, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Schnaps von Knossi, der den Namen trägt aus einem Symbol von einer Glücksspielslot. Eins in Chat, Alge, 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 wir bleiben drin. Okay, der ist wirklich... Kann das nicht. Schaum. Dieses Produkt kommt bei 5000 Likes auf den Markt. Lasst einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Hunde-Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Freunde, wenn euch dieses wirkliche Inzucht-Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, schaut bei Wichtiger vorbei. Und ganz wichtig, hört auf, Influencer-Produkte rauszubringen. Bald kommt übrigens mein eigener Merch, das wird ein Philo-Kissen sein. Kauft es.